Beziehung mit einem Narzissten, das musst du wissen, Teil 2. In dieser zweiteiligen Videoreihe wollen wir uns einmal die Merkmale einer Beziehung mit einem narzisstischen Partner ansehen. So kannst du einen stark narzisstischen Menschen frühzeitig erkennen und lernst die psychologischen Manipulationsmethoden und Bestrafungstechniken dieser Menschen kennen, die nahezu immer gleich sind. Dieses Video soll dir helfen, toxische Menschen zu erkennen und deren Handlungsweisen zu verstehen, denn erkennen und verstehen sind der Anfang und das Ende der missbräuchlichen Beziehung mit einem Narzissten. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. Narzissten sind selbstbezogene Ich-Menschen. Es sind Nehmer und maximal transaktional. Das bedeutet, dass alles, was diese Menschen tun, sich aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörung ihren Bedürfnissen anzupassen hat. Sie tun nichts, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Während man in einer normalen Partnerschaft sich gerne gegenseitig hilft und dem anderen aus Liebe gerne einen Gefallen tut, kann man das von einem Narzissten nicht erwarten. Sie erwarten für ihre Hilfe Gegenleistungen. Immer. Früher oder später, denn in dieser Beziehung haben sie ein Elefantengedächtnis. Deren aktuelle Bedürfnisbefriedigung hat immer Vorrang. Dies zeigen sie auf verschiedene Arten. Auffällig und fast schon großkotzig spendabel am Anfang der Beziehung oder an das Mitgefühl des Partners appellierend, hilfsbedürftig und in der Opferrolle. Kurz, Narzissten sind immer Helden oder Opfer. Es sind großartige Schauspieler, die in beiden Rollen aufgehen. Je nach Erfordernis, je nachdem, welche Rolle besser geeignet ist, um beim Partner anzudocken. Oder ihr jeweiliges Bedürfnis über Dritte befriedigen zu können. Wünsche, Bedürfnisse, alles, ob finanziell, emotional oder sexuell, alles. Die ganze Welt hat sich um den Narzissten zu drehen. Da ihre wahnhaften Vorstellungen nur kurzfristig von Menschen erfüllt werden, die deren wahres Gesicht noch nicht kennen, haben sie sich Strategien und psychologische Bestrafungsmethoden angeeignet, um von anderen das zu bekommen, was sie gerade wollen. Dazu zählen unter anderem die Schweigebehandlung, eine üble passiv-aggressive Form der psychologischen Bestrafung. Wenn sie ihren Willen nicht bekommen, weil der Partner einmal Nein sagt, wenn er deren manipulatives Verhalten kritisiert oder wenn Narzissten sich sonst wie ungerecht behandelt fühlen, dann schalten sie gerne einfach ihr Handy ab und sind für Stunden oder Tage nicht mehr erreichbar. Oder sie verschwinden ganz und tauchen einfach eine Zeit lang, ohne sich zu melden, ab. Dabei wissen sie ganz genau, wie sehr sie damit ihren Partner quälen, denn jeder halbwegs normale Mensch wünscht sich doch ein klärendes Gespräch und kein Abbruch der Kommunikation, oder? Wir wollen doch reden miteinander. Was ist denn? Habe ich was Falsches gesagt, getan? Nö, sie wollen nicht reden. Sie wollen bestrafen und schalten das Handy ab. Sie wollen damit zwei Dinge erreichen. Zum einen soll der Partner um die Beziehung fürchten. Zum anderen soll sich der Partner schuldig fühlen. Auch wenn er gar nichts getan hat, soll er grübeln und zweifeln, was er denn wohl falsch gemacht haben könnte. Der Narzisst will den Partner mit der Schweigebehandlung weichklopfen. Er soll beim nächsten Mal besser aufpassen, was er sagt. Er soll sich jegliche Kritik am Narzissten sparen und alles abnicken, was dieser sagt und tut. So entsteht beim Partner des Narzissten das Gefühl, er würde bei jedem künftigen Gespräch so wie auf Eierschalen laufen, um bloß nichts Falsches zu sagen und bloß seinen narzisstischen Beziehungspartner nicht zu verärgern.
Narzissten sind pathologische, professionelle Lügner. Sie tun das entweder, um sich interessant zu machen, Münchhausen-Syndrom fällt mir da ein, oder um sich vor Verantwortung für ihr Handeln zu drücken. Wenn man sie der Lüge überführt, dann schauen sie ihrem Gegenüber dreist in die Augen und haben sofort weitere Lügen oder Ausreden für ihr Handeln parat. Ganz selbstbewusst, ganz sicher lügen sie dir frech ins Gesicht. Und immer haben sowieso andere die Schuld für ihr Handeln. Eigentlich ist es ja schon faszinierend, einem Narzissten beim Lügen zuzusehen und wie er sich immer weiter in sein Lügenkonstrukt verwebt. Sie stecken dann so tief in ihren Lügen drin, dass sie diese am Ende selbst für wahr halten. Und niemand lügt besser als jemand, der selbst an seinen eigenen Shit glaubt. Unglaublich aber wahr, sie sind oft so gut im Lügen, dass man selbst geneigt ist, ihnen zu glauben, obwohl man ja die Wahrheit kennt und man weiß, dass diese Menschen lügen. Narzissten sind Konfliktpersonen. Viele genießen Drama und Chaos und gehen darin auf. Harmonie ist ihnen zuwider. Das erfahre ich in meinen Coachings dauernd und ich habe es auch am eigenen Leib erlebt. Deine Harmoniebedürftigkeit kotzt mich an, ist so ein Standardsatz. Für Narzissten ist das ganze Leben ein Spiel oder Wettkampf. Und es gibt nur einen Sieger. Der Partner ist es nicht. Harmonie ist für einen Narzissten das, was Chaos für einen Menschen ohne narzisstische Persönlichkeitsstörung bedeutet: Unwohlsein. Darum triggern sie ja auch beständig Konfliktsituationen und berauschen sich daran. Sie leben von emotionalen Ausbrüchen anderer. Sie bringen andere auf 180 und erfreuen sich dann ganz ruhig daran, wenn diese ausrasten. Dabei übersehen Narzissten, dass sie der Auslöser für das Ausrasten des anderen sind. Viele nehmen das dann auch noch heimlich auf. Natürlich nicht, was vorher abgelaufen ist, wenn sie dich auf 180 bringen, sondern nur die Szene, wo man austickt. Das nehmen sie auf und dann, auch in der Öffentlichkeit bei Bekannten, nennen sie den anderen krank und therapiebedürftig. Schaut selbst, wie der die ausflippt. Ist doch nicht mehr normal, oder? Anstatt selbst eine Therapie in Betracht zu ziehen. Wenn man von ihnen verlangt, Verantwortung zu übernehmen, betreiben sie Gaslighting und Schuldumkehr. Wir haben in anderen Videos schon darüber gesprochen, was das genau bedeutet. Schnell werden sie dann auch respektlos, verweigern jegliche Selbstreflexion und geraten in ihre narzisstische Wut. Oder sie werden bockig, wie kleine Kinder. Das mache ich nicht. Das spinnst du dir nur so. Dabei sind es Kinder im Erwachsenenkörper. Ja, das sind sie, die in ihrer mental-emotionalen Entwicklung im Kleinkindalter stehen geblieben sind. Nein, Kleiner, du kriegst den Lutscher nicht. Ich will aber den Lutscher haben. Das Ziel aller narzisstischen Angriffe ist immer, und das ist sehr schlimm, die Destabilisierung des Selbstwertgefühls ihrer Mitmenschen. Das macht diese unterwürfig und leichter kontrollierbar. Du schaffst das nicht, du kannst das nicht ohne mich. Ohne mich bist du nichts. Wenn man so etwas hört, sollte man diese Person, die das sagt, sofort verlassen. Denn dies länger zu ertragen, bedeutet die Selbstaufgabe. Dann ist man wirklich ein Spielball in den Händen eines Narzissten. Narzissten haben das Mindset, wie gesagt, eines Kindes. Sie glauben wirklich, die Welt drehe sich um sie und alle haben für den Narzissten da zu sein. Sie können und wollen sich nicht in die Gefühlswelt ihrer Mitmenschen hineinversetzen. Auch das macht eine Partnerschaft mit einem Narzissten nahezu unerträglich. Werden ihre Wünsche nicht erfüllt,
werden sie bockig wie kleine Kinder, die den Lutscher haben wollen. Aber mit zum Teil gefährlichen psychologischen Druck- und Manipulationswerkzeugen, die weit über emotionalen Missbrauch hinausgehen können. Ja, mein Tipp zum Abschluss: Höre bitte immer auf dein Bauchgefühl in der Umgebung solcher Menschen. Sie haben eine enorm negative Energie und Ausstrahlung. Je nach Fortdauer der Beziehung fühlt man sich erst dann wieder wohl, wenn man diesen Menschen nicht mehr in seiner Umgebung hat. Falls du bemerkst, dass sich dein Verhalten in der Umgebung eines anderen zum Nachteil verändert, falls dich jemand permanent abwertet und runterzieht, falls du Angstgefühle und das Gefühl hast, einen Knoten im Hals oder wo auch immer zu haben, falls es dir schlecht geht in der Umgebung eines Menschen, dann beachte bitte die Warnsignale unbedingt und frage dich, warum du noch in der Nähe dieses Menschen bist, der dir nicht gut tut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.